Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video von tatsächlich Yu-Gi-Oh! Karten. Heute geht es um dieses wunderschöne Teil, die Hidden Arsenal 5 Special Edition. Wie wir hier lesen können, beginnt die Invasion. Ja, na gut, wir werden hier drei Booster drin sehen, natürlich Hidden Arsenal 5, wie man hier wunderschön auch lesen kann. Dazu eine von diesen beiden Promokarten, entweder der Drache der Eisbarriere oder noch ein anderer Drache der Eisbarriere. Naja, ich bin gespannt, was wir ziehen. Das sieht schon mal gut aus. Den habe ich mir auch am liebsten gewünscht. Wir haben hier Brionnak, der Drache der Eisbarriere. Ein wunderschönes Synchromonster, was armseligerweise in dieser wunderschönen Tüte versteckt ist. So, da haben wir sie nochmal in all ihrer Herrlichkeit. Na gut, widmen wir uns nun also diesen drei wunderhübschen Boostern. Wow. Gut. Steel Swarm Invasion. Wir haben 5 Karten pro Booster Pack. Und ich bin gespannt, was da so auf uns erwarten wird. Mensch, sprechen ist echt schwierig geworden. Gott, ich dachte gerade, ich schneide die Karte kaputt. Ja, genau deswegen sollte man das auch so aufmachen, wie die Hersteller das eigentlich wollen. Aber ich mag das nicht. So. Da haben wir hier die Gishki-Kette. Edelstein-Ritter Granat. Segen für Gusko. Gusto, entschuldigt. Gishki-Ariel sowie den Stahlschwar Torwächter. Das war das erste. Na, komm schon. Zack. Komm raus da! Will nicht. Wir können das hier nochmal lesen. Nein, das ist unwichtig. Ich dachte, da steht jetzt auch irgendwas Wunderschönes. Tut es aber nicht. Hier haben wir oben eine Fusionskarte, den Edelsteinritter Topaz. Die Gishki Eitelkeit. Den Edelsteinhändler. Den Lavalkrieger. Sowie die Edelstein-Aufwertung. Ja, nichts jetzt so Tolles, muss ich tatsächlich sagen. Aber wir haben immerhin eine wunderschöne Promokarte, die ich unter Umständen sogar verwenden könnte. Oh, oho. Eine Ritualkarte, das habe ich lange nicht gesehen. Ich erinnere mich noch an Aufgegeben aus dem Starterdeck Pegasus. Oh. Na gut, hier haben wir also Ewigishken Seelenopfer. Ewigishki Seelenopfer. Gott, die denken sich aber auch Namen aus. Da kriegt man Zungendreher. Dann haben wir Vendar, Weiser von Gusto. Den Gishki Makira. Den Edelsteinritter Saphir. Mit einer guten Verteidigung, muss ich echt sagen. Und den Stahlschwar Kundschafter. Ja, das sind nochmal die Karten im Überblick, die ich hier in dieser wunderschönen Special Edition hatte. Sowie die Promokarte Brionnak, Drache der Eisbarriere.
Ja, das war ein sehr kurzes, schnelles Unboxing-Video. Eins werde ich heute noch machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Kommentar da, einen Daumen nach oben oder im besten Fall natürlich ein Abo. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.